Ja, der Wörthgarten ist für mich so ein Stückchen Heimat geworden. Ich bin selbst auf dem Dorf aufgewachsen, hatte immer einen Garten als Kind. Und da bin ich 20 Jahre durch Deutschland getingelt, verschiedene Städte, und hatte nicht mehr dieses Gefühl, ich habe meinen Fuß in der Erde. Aber das ist dann hier wieder passiert. Und ich glaube, damit bin ich hier ein bisschen angekommen. Und es geht auch vielen anderen so, Menschen, die aus verschiedenen Ländern nach Nötingen gekommen sind und jetzt hier Fuß fassen können. Die Idee war, einen Ort zu schaffen, an dem wir Erfahrungen sammeln können, wie es anders geht. Also wir hatten die Grundidee, dass wir genug geredet hatten. Und meiner Auffassung nach ist die Zeit reif, dass wir einen Weg rausfinden aus der Wut über die Abgründe in unserer Gesellschaft, einen Weg raus in den Mut rein, es einfach zu tun. Und dafür brauchen wir Lebensräume, wo wir Erfahrungen sammeln können. Was mich hier immer wieder tief bewegt, sind die Begegnungen zwischen den Menschen, die hier stattfinden. Menschen aus unterschiedlichsten politischen Ecken und gesellschaftlicher Herkunft finden hier einen gemeinsamen Nenner. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Wenn ich in unseren Garten komme, bin ich immer wieder überwältigt von Glück. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und überrascht, dass es möglich ist, dass es funktioniert, dass es tut, dass die Leute sich hier zusammenfinden, zu so einer Gemeinschaft.